Ja, bitte. Seid ihr sauer nach einer Niederlage? Klar, sauer, enttäuscht. Klar, freuen tun wir uns auf jeden Fall nicht. Kann man so stehen lassen, oder? Ganz hinten, bitteschön. Gibt es etwas, was Sie tun würden, wenn Sie in die zweite Liga aufsteigen? Ich hoffe mal nicht mehr und härter trainieren als jetzt schon. Ja, ganz vorne. Wie lange sind Sie schon beim FCH an Beihilfe? Ich bin erst seit dem letzten Sommer hier. Ja, bei mir sind es dann jetzt im Sommer 2 Jahre. Also das ist jetzt meine zweite Saison. Danke. Ja, bitteschön, in der Mitte. Macht das Training Spaß? Es gibt Trainingseinheiten, die weniger Spaß machen. Es gibt Trainingseinheiten, die richtig Spaß machen. Also es kommt ganz drauf an. Also ich glaube, die Vorbereitung macht kein Sportler gerne. Aber in der Saison macht es schon im Großen und Ganzen echt Spaß. Ja, bitteschön. Ja, würde ich so unterschreiben, aber ich sag mal im gesunden Maße. Ja, ganz rechts. Von welchem Verein sind Sie Fan aus dem Heidenheim? Ich habe eigentlich keine besondere Mannschaft, die ich irgendwie oder von der ich jetzt Fan bin. Gefallen tut mir Barcelona, Dortmund, Bayern natürlich, aber Fan bin ich keiner. Philipp? Bei mir steht an der allerersten Stelle Real Madrid, aber sonst in Deutschland habe ich jetzt keinen Wunschverein. Natürlich spielt der Bayern München ganz großen Fußball, aber Fan bin ich jetzt nicht. Ja. Wie fühlt ihr euch vor einem Spiel für den Kaiser? Ich sage mal, vorm Spiel haben wir immer eine Besprechung mit dem Trainer, da ist die leichte Nervosität schon da. Aber wenn man selber auf dem Platz steht und beim Aufwärmen die Bahn läuft, verschwindet das alles. Ja. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr eine Karte bekommt? Eine Karte? Kommt drauf an, welche. Also ich denke mal, bei der gelben Karte kann man es noch verschmerzen. Muss man aufpassen, dass man dann im Verlauf des Spiels nicht nochmal irgendwie ein härteres Foul begeht. Bei einer roten Karte fühlt man sich natürlich nicht so toll, wenn man weiß, dass man der Mannschaft damit ein bisschen schadet, weil man Unterzahl spielt und auch die nächsten Spiele erstmal gesperrt ist. Ja. Motiviert sie es, wenn die Fans sie anfeuern oder Fangesänge singen, wer ich will? Ja, ich denke mal, da kann ich jetzt für beide reden. Das motiviert uns natürlich. Ohne Fans wäre das Ganze hier halb so schön zu spielen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil im Spiel, auch für die Emotionen, fürs Drumherum. Und ja, das zeichnet ja dann auch so einen Verein aus, die Mannschaft und die Fans. Ich denke, da darf die andere Gruppe jetzt auch noch mit dazu fragen. Er hat bis jetzt noch gar nichts gesagt. Wir hatten bis jetzt noch gar nichts sagen können, dürfen. Ja, ein paar haben noch gar nicht gefragt. Einmal Hand hoch. Oder wer meint, er ist noch nicht zu Wort gekommen? Gut, dann nochmal an alle eure Fragen, bitte. An beide. Würden Sie auch mal gerne Sportlern Löcher in den Bauch fragen? Du auch gerne mal Sportlern Löcher in den Bauch fragen würdest, so wie das unsere jungen Journalisten hier vorne machen? Und wen würdest du fragen? Wen würde ich fragen? Ich glaube, die zwei größten Fußballer der Welt momentan, Messi und Cristiano. Dem würde ich gerne mal ein paar Fragen stellen, aber da komme ich leider nicht hin. Ganz schön bei dir? Ja, ich denke mal, bei mir ist dann mein Vorbild, unter anderem Dante, den ich gerne mal fragen würde, wie er so seine Karriere oder wie er in seiner Karriere so gelebt hat, im Alltag und auch vorbereitend auf die Trainingseinheiten, auf die Spiele und so weiter, wie er einfach den Weg zum Erfolg jetzt so geschafft hat. Ja, bitteschön. Philipp Heise, wie gefallen Ihnen die Auswärtsspiele? Die Auswärtsspiele sind natürlich auch großartig. Vor allen Dingen, man sieht immer wieder neue Stadien. Und wenn die gegnerischen Fans
sag ich mal, uns auspfeifen oder ausbuhen, peitscht es einen auch schon nach vorne. Ja. Das ist eine Frage. Kannst du mal nachdenken, kein Problem. Sag's, wenn es dir wieder einfällt. Bitteschön. Was macht ihr in eurer Freizeit? Ja, also in meiner Freizeit muss ich schauen, dass ich im Studium vorankomme. Viel natürlich mit Freunden und Familie. Wenn wir mal Freitage haben, werde ich natürlich heimfahren zu meiner Familie. Auch sehr viel Zeit verbringe ich mit meiner Freundin natürlich. Ja, das füllt dann auch schon ziemlich viel von der Freizeit aus. Jetzt ist dir wieder eingefallen, oder? Ja. Oder Philipp, du musst. Hatten Sie schon vorher Berufe, bevor Sie Fußballer geworden sind? Nee, also bei mir war der Übergang gleich nach der Schule zum Fußball. Ja. So bin ja auch noch nicht so alt. Okay. So war es bei mir auch. Ja, ganz hinten. Haben Sie bestimmte Rituale, bevor Sie aufs Spielfeld, bevor Sie auf den Platz gehen? Ich selber habe keine Rituale. Ich versuche einfach nur natürlich die Spannung hochzuhalten, aber auch eine gewisse Lockerheit. Und dann kann man auch schon wieder aufs Feld gehen. Ja, bitteschön. Was würde sich verändern, wenn Sie in der zweiten Liga spielen würden, am Nahen Winter? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf jeden Fall hoffe ich, dass sich mal nicht das Training verändert. Auf jeden Fall wird sich dann ein bisschen auch die, wie sagt man, die Atmosphäre hier verändern. Es kommen ganz andere Mannschaften, wir spielen in ganz anderen Stadien. Ja, das Publikum wird viel größer sein. Und ja, das wird so ziemlich so das Größte sein, was sich verändert. Auch natürlich der Fußball wird ein bisschen ein anderer sein wie der dritten Liga vom Niveau. Und ansonsten, ja, wüsste ich jetzt nicht, ich habe ja selber noch nicht in der zweiten Liga gespielt. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ganz hinten rechts. An beide, was ist Ihr Lieblingslied? Philipp, fang du mal an. Mein Lieblingslied. Nimm mal. Boah. Marc, sag mal was. Also, mein Lieblingslied ist von meinem Lieblingssänger Bon Jovi, Runaway. Kennt das jemand? Ja. Ja? Uiuiui, ui, ui. Also ich bin ehrlich, ein Lieblingslied habe ich jetzt nicht direkt. Was für eine Musik hörst du? Ich höre am liebsten R&B, Hip-Hop, auch Chill-Out und House. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal jetzt die letzte Fragerunde. Also alle, die jetzt noch eine Frage haben, jetzt mal Hand hoch. Letzte Möglichkeit. Und dann gehen wir es jetzt mal der Reihe nach durch. Fang da hinten an, bitteschön. An beide, waren Sie schon mal in einer Disco? Und wenn ja, wie oft? Ja, oft. Ich kann leider nicht mehr genau sagen, wie oft. Schon ziemlich oft. Bei mir sieht es nämlich genauso aus. Ja, bitteschön. An beide, haben Sie Kinder? Nee. Noch keine Kinderplanung. Nee, auch nicht, dass ich wüsste. Ja, ja. Wie finden Sie gerade den Platz nach der Wurmplage? Weil der ist da ein bisschen ja, jetzt habe ich in den letzten 3 Wochen schon ein bisschen besser geworden, aber so einen richtigen Fußball spielen kann man da immer noch nicht drauf. Ja. Würden Sie lange Auswärtsfahrten zum Beispiel nach Rostock? Dann beide. Ja, nach Rostock sind wir zum Glück immer hingeflogen und nur zurückgefahren, weil es doch ziemlich weit ist, die Mannschaften da oben im Norden. Ich sag mal, man kann die Zeit gut rumbringen. Mit Lernen, Filme schauen, Musik hören und so weiter. Und die Rückfahrt ist natürlich auch davon abhängig, wie man natürlich das Spiel gestaltet hat, ob man es gewonnen hat oder verloren. Wenn man gewonnen hat, ist natürlich die Stimmung super im Bus, da hört man auch mal lauter Musik, trinkt das ein oder andere Bierchen. Und bei einer Niederlage ist natürlich eher ruhig und schlechte Stimmung. Gut, jetzt ganz hinten. Was machen Sie, wenn Sie verletzt sind? Ja, es kommt darauf an, was man für eine Verletzung hat. Wenn man Pech hat, bricht man sich was, dann muss erst operiert werden, dann muss man es auskurieren. Dann hat man ein gewaltiges Reha-Programm mit Behandlungen vom Physiotherapeuten
Und dann hat man wieder Zeit, auf dem Platz sich einzugewöhnen. Natürlich gibt es auch kleine Verletzungen, wie leichte Knochenentzündungen oder Muskelfaserrisse oder Zerrungen, die natürlich nach 3 bis 6 Wochen auch wieder reparabel sind. Und ja, es kommt halt immer drauf an. Jetzt, war das auch noch eine Frage oder nicht mehr? Nee, daneben? Passt alles? Dann nochmal hier, jetzt letzte Frage für heute. Oder gibt es noch irgendwen, dem unbedingt noch irgendwas unter den Nägeln brennt? Können wir noch eine Ausnahme machen? Sonst hast du jetzt die letzte Frage. Bitteschön. Meine Karriere beenden würde ich natürlich am liebsten beim 1. FC Heidenheim, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass es ein ganz großes Ziel oder ein großer Traum wäre von mir, hier mit dem Verein mal in die erste Liga aufzusteigen. Für mich wäre es natürlich auch ein schöner Traum, hier die Karriere zu beenden, wenn man erfolgreich, vor allen Dingen wie diese Saison, in die 2. Liga aufsteigt, vielleicht irgendwann auch nochmal in die 1. Liga, wie Braunschweig. Und dann möchte man natürlich auch bei dem Verein auch die Karriere beenden wollen. Gut, ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Fragen beantwortet, die ihr beantwortet haben wolltet. Zum Abschluss will ich dem Katschi nochmal, dem Marc nochmal kurz das Wort übergeben, weil er hat nochmal eine Überraschung für euch. Anschließend könnt ihr euch jeweils bei beiden natürlich ein selbstverständliches Autogramm abholen. Danach machen wir noch ein Foto und dann sind wir soweit erstmal durch, aber jetzt nochmal, Marc, bitteschön. Ja, genau. Wer von euch war denn schon beim Stadion hier? Wahrscheinlich schon jeder, oder? Ich gehe jede 2. Ja, ich denke mal, die wo schon waren, die würden sich sicher freuen, nochmal gehen zu können. Und die, wo noch nicht waren, wie du wahrscheinlich, du würdest dich wahrscheinlich auch freuen, wenn du mal hier ins Stadion kommen könntest, ein Spiel anschauen von uns. Und deswegen haben wir hier eine Kleinigkeit für euch, und zwar ein paar Karten von uns im Heimspiel gegen Holstein Kiel. Das nächste Heimspiel hier in der Void Arena, ihr seid auf jeden Fall dabei und könnt tatkräftig unterstützen, dass die beiden mit dafür sorgen, dass wir da auch wieder erfolgreich sind. Also, ich denke, die beiden haben es richtig gut gemacht und haben nochmal einen dicken Applaus verdient.